Die nächste Sensation der DTM ist perfekt. Maro Engel gewinnt das zweite Rennen auf dem Moskau Raceway. Vor dem Rennen richten sich die Blicke zunächst aber auf BMW. Rechts Tom Blomqvist im Qualifying mit der schnellsten Zeit, doch danach mit zu wenig Restbenzin im Tank, Rückversetzung auf den letzten Startplatz. Sein Teamkollege Bruno Spengler rückt vor auf die Pole, daneben Matthias Ekström im Audi. Beide mit einem super Start ohne Probleme durch Kurve 1. Hinten schießt Maxime Martin ins Kies. Loïc Duval schiebt den Moskau-Sieger von 2014 von der Strecke. Nach der ersten Runde schon die ersten Pitstops und auch Maro Engel mit dem Undercut-Versuch. Vier Runden später wieder Martin im Fokus, genauer gesagt dessen brennende Bremsen, Safety Car. In der Wiederholung gut zu sehen, dem Belgier fehlt die Verzögerung auf der Vorderachse, vermutlich hat nach dem Startvorfall zu viel Dreck die Bremskühlung blockiert. Der Restart im neuen IndyCar-Format, alle verbleibenden 17 Boliden unglaublich dicht beieinander, Spengler bleibt vorne, dahinter Ekström, gefolgt von Paul Di Resta im Mercedes. Nach etwa zwei Drittel des Rennens Müller vorneweg, aber noch nicht in der Box, dahinter der Kampf um die eigentliche Führung. Engel gegen Wittmann und der Mercedes-Pilot geht vorbei am zweifachen Champion. Nach 36 Runden holt Maro Engel von 2008 bis 2011 schon in der DTM in seinem Comeback-Jahr seinen ersten DTM-Sieg. Zweiter wird Matthias Ekström, gefolgt von Bruno Spengler. In der Gesamtwertung führt weiterhin Ekström knapp vor René Rast und Lukas Auer auf Platz 3. Der Kampf um die Punkte geht weiter vom 18. bis 20. August im niederländischen Zandvoort.